wir holen unsere 8%! Harte Arbeit muss auch gut entlohnt werden und deswegen sind wir auf jeden Fall der Meinung, 8% sind wir wert. Ja, wir haben die 8% gefordert. Das ist mehr als berechtigt, würde ich sagen, wenn man sich mal die aktuelle Situation anguckt. Wir fordern 8%, weil wir es als wichtig erachten, die Kaufkraft der Kolleginnen und Kollegen zu erhalten. Die Preise explodieren und dazu passen keine stagnierenden Löhne. Dazu braucht man anständige Lohnerhöhungen und deswegen fordern wir 8% in die Tabelle. Es muss auch halten. Wir machen dieses Jahr einen Rekordgewinn und da sagen die Kollegen natürlich auch, jetzt muss das Geld fließen. Wann soll es fließen? Wenn ich jetzt eher die Preise kenne, fordert 8%. Auch bei den 24-Stunden-Streiks wäre unsere Belegschaft dabei. Die Arbeitgeber müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir noch weitermachen können, wenn sie nicht endlich ihr Angebot verbessern. Es wird diesmal sehr, sehr hart, das wissen wir, aber wir sind kampfbereit. Definitiv sind wir kampfbereit. Wir brauchen wirksame Tabellenerhöhungen. Mit dieser Einmalzahlung können wir nichts anfangen. Eine Einmalzahlung darf immer nur obendrauf als Extrabonbon sein. Wir sind kampfbereit und wir sind auch bereit, noch mehr zu ziehen als nur Warnstreiks. Wir haben auch keine Angst vor 24-Stunden-Streiks und wir haben auch keine Angst vor Ruheabstimmung. Wir sind uns einig, dass wir bis zum bitteren Ende gehen und auch wirklich um die 8% kämpfen sollen. Wir treten an, um unseren Lohn zu holen. Und das sind die 8%, die wir haben wollen. Also wie ihr schon lesen könnt, die 8 oder es kracht und da stehen wir auch ein. Und den Kollegen reicht, wir fordern 8%. Wir fordern einfach nur einen kleinen Teil von dem, was sich die Arbeitgeber die ganze Zeit schon nehmen. Die Leute wollen Geld in ihrem Portemonnaie haben, Kosten um uns herum steigen. Wir wollen die 8%, wir haben die 8% verdient und wir werden auch für die 8% kämpfen. Liebe Arbeitgeber, am 10. erwarten wir ein Angebot und zwar ein realistisches Angebot, sonst legen wir die Arbeit nieder. Das ist unsere letzte Warnung in der Tarifrunde. Danach machen wir eure Bude dicht. Wer die Preise kennt, will 8%. Wir fordern 8%. Nach 4 Jahren ohne Entgelterhöhung ist das doch wohl das Mindeste.